26. Oktober 2009 sind auf der Ruine Hoheneck aufgrund der Protestwanderung zu Ehren des Dunkelsteiner Waldes. Ja, genau so was ist das. Hallo, Java. Okay, wir. Ihr marschiert. Genau. Vorsicht! Das ist rum. Natürlich. Und habe ich gesagt, ich will nicht schmeicheln, da werde ich schon. Ich habe kein Problem mit Oma. Oma? Du darfst sie anschauen, wie viel mit der Drogen. Mit der Clara war ich in. Nein, ist gerade noch gegangen. Auf wie? Auf dem Berg. Schau, da geht's davor. So. Ja, da muss einer helfen. Das Holz. Da kann man nicht mehr abreißen, gell? Bitte Ruhe. Ja, ich stehe da auf einem der nicht vorhandenen Entwässerungsgräben von Monte Cuculi. Man sieht da, er ist nicht vorhanden, das Wasser wird hier nicht aus der Wiese rausgezogen. Jeder kann sich selber sehen, wo er herkommt. Das war ein meterlanger Entwässerungsgraben, mindestens 1,5 Meter tief. Das Wasser ist Wiese. Mit die Wiese dort. So. Und jetzt hat er doch so den Wald, ja. Überall brennen die Wälder. Bei uns werden sie entwässert. Ja gut, quasi das zahlt jetzt keinen direkten Zusammenhang, aber. Meiner Meinung nach schon. Überall brennen die Wälder. Das war ja vor Millionen Jahren.
Wir machen das so, wenn das doch eine Wahl ist. Habt ihr die Frage? Nein, ja, der Flugzettel, der da am Baum hängt, der Präsident der Land- und Forstwirtschaft Österreich, Diplom-Ingenieur Felix Montecuccoli, wollte unseren schönen Dunkelsteiner Wald aus materialistischen Gründen durch Windkraftmaschinen für immer zerstören. Gemeinsam haben wir das verhindert. Dankeschön. So, es geht weiter. Letzte Etappe. Du schaffst das. Ja. Da war alles Ökotest sehr gut. Ja, das ist neutral, ne? Ja. Ja. Keine deutsche Eiche mehr gepflanzt in diesem Jahr. Das ist so. Ich habe einen Tag geburtstag. Du auch? Alles Gute! Die exponieren sich ja durch. Ja, ich bin mehr als wir. Aber mein Foto bitte nicht rein, gell? Bitte? Mein Foto, wo sie den Herrn nicht rein.